Und damit herzlich willkommen zurück zu der Hand-Showdown hier bei Xbox LP. Live, weniger live, aufnahmemäßig live von den Testservern. Ja, letzte Folge hatten wir ja gesagt, dass wir eigentlich beenden. Wir wollten ja nur einen Angezockt machen. Ich wollte dir da draußen nur das Spiel mal kurz zeigen. In der groben Form, so wie man mich kennt. Und ich habe auch total vergessen, wir hatten einen Boss noch gar nicht gezeigt. Es sind ja derzeit zwei Bosse, die wir erledigen können, müssen. Das eine war der Butcher, der war, glaube ich, in der letzten Folge. Und ja, die Spinne fehlt noch. Da ist das Problem, die ist wohl nur in so einem Nachtmodus aktiv auf der Map. Von daher müssen wir mal schauen. Ich hoffe, dass das in der Aufnahme nicht zu dunkel ist, dass du da draußen überhaupt noch was erkennst. Das werde ich aber leider erst sehen, wenn das Video bei YouTube hochgeladen ist. So, wir müssen da hinten hin. Lösen wir mal. Das ist jetzt der zweite Versuch, muss ich schon ehrlich gestehen. Beim ersten bin ich schon krepiert. Ich hoffe, dass wir jetzt weiterkommen. Ich will sie auch nicht unbedingt... ja gut, ich will sie schon erledigen, wenn wir es irgendwie können, aber... In erster Linie möchte ich sie natürlich zeigen. Und dafür müssen wir, wie gehabt, drei Hinweisen folgen. Bist du da hoch? Danke. Da oben? Okay. Dann schauen wir mal, wie wir da hochkommen. Das ist ja hier schon, wäre zu schön, um wahr zu sein, aber ich glaube nicht, da müssen wir hin. Wie kommen wir da jetzt hoch? So, ist es von da nach da? Geht's hier kein Weg hoch? Da ist so eine Leiter. Kann man Leitern benutzen? Klar kann man Leitern benutzen. So. Okay. Hinweis Nummer 1 von 3. Was ist das? Ah, hier kann man Strom machen. Okay. So, achso, da will ich ja gar nicht gucken. Wir wollen ja den nächsten Hinweis. Ist hier direkt in der Nähe? Geh mal rüber. Nein, du bleibst mal schön da. Da in der Hütte. Hier, ne? Ja, die scheiß Fliegen. Mach mal zu. Ich weiß gar nicht, ob die Viecher überhaupt reinkommen. So, und der dritte Hinweis ist, sehen wir jetzt hier natürlich nicht. Jetzt hier vor der Tür. Da hinten. Okay. Wir haben nur die Pistole. Hier wird schon heiß geschossen. Spieler. Haben mich gesehen, egal. So, lauf, lauf. Kommen wir hier rüber? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Wir laufen erstmal weg. Okay. Ab ins Maisfeld. Schnell, mein Freund! Ich glaube, im Maisfeld finden die uns nicht. Mal nachladen.
So, wo soll die Spinne sein? Dort. Diese Scheune hier schon? Hier drin? Ernsthaft? Oh Gott, kill the Spider. Wo ist sie denn? Bestimmt oben. Ich höre da schon mal trapsen. Boah! Nein! Weg! Alter. Ich muss natürlich damit rechnen, dass ja andere Spieler jetzt auch kommen. Die zwei Hände sind von gerade. Wo ist das Vieh hin? Ja, die sind schon nah. Alter. Ist die hässlich. Wo sind die? In erster Linie müssen wir uns um jetzt die zwei anderen. Nein! Oh, Alter! Ich hab. Ja, ist gut. Gut. Hätten wir die zwei Fifis mal eben erledigt. Wir haben uns nicht gesehen und. Gut, dann können wir aber jetzt sagen, endgültig, das war der Hand-Showdown hier bei Explorer LP. Boah, mir stehen jetzt noch die Nacken. Ich hasse Spinnen und dann noch. Boah. Ja, mir hat es Spaß gemacht zu spielen. Ob wir es für ein Let's Play machen, weiß ich nicht. Wie gesagt, wir müssen jedes Mal mit Random spielen. Was ja auch nicht so prickelnd ist, da der Explorer nicht wirklich einen festen Aufnahmepartner hat. Also aufnahmetechnisch bin ich Single. Wie viele Punkte kriegen wir? Rattert aber jetzt hier alles rein. Ja, das war der Hand-Showdown. Ich danke dir fürs Zuschauen und kannst dir mal in die Kommentare hauen, wie du das Spiel findest. Vielleicht hast du es ja auch selber gespielt, deinen ersten Eindruck. Ich werde mich da jetzt jeglicher Meinung enthalten und wünsche dir da draußen auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.